So, hallo, wir machen weiter. Servus. Bei My Little Puzzles 3, The Key to Eternity. Das letzte Mal hatten wir eine etwas unschöne Aufnahme, weil Bluescreen uns gestört hat und dann war das Level für mich vom Anfang her bekannt und das war dann wahrscheinlich komisch anzugucken, es tut mir leid. Aber jetzt ist wieder alles ganz blind und ich mache einfach jede Minute, beende ich einfach die Aufnahme und dann, nein. Okay, tschüss. Also, der Bluescreen hat auch nur dezent gestört. Das ist so nett ausgedrückt, Conan. Ja. Eigentlich haben wir die auch weitergemacht, während Bluescreen lief. Jedenfalls spielen wir Shell Controller. Sofern mein PC möchte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Yoshi hier stehen lassen sollte. Nein, wir hauen es erstmal weg. Das ist eigentlich voll einfach. Das ist wieder eher nicht so ein Puzzle, sondern so ein Minispiel. Ach, das ist wieder so ein Boss-Level jetzt. Stimmt, es war ja ein Schloss. Ja, ich verstehe. Komme ich da durch? Nein, natürlich noch nicht. Ich muss wieder bis ganz nach oben. Den Boss soll ich dann wieder ohne Save-Sets spielen, nehme ich an. Ja, kannst du, das ist nicht so herausfordernd. Das Beste, den kannst du eigentlich auch mit Save-Sets spielen. Nicht so wie die Boo-Dings? Ich meinte eigentlich die Schlossbosse. Also nicht die Boos, sondern die Wendys und Darius. Achso. Aber den kannst du trotzdem mit Save-Sets. Ach, ich bin blöd. So, hier rüber. Nein! Da hat sich übrigens gerade auch ein gelber Koopa selbst getötet. Brauchen wir den noch? Ich hab's gesehen, aber... Ja. Den brauchen wir noch? Ja, du hast ja einen Buros. Rat mal, was du den Buros kaputt machen darfst. Ach, das ist schon der Raum, in dem ich den Buu... Ja, lauf weiter rechts, dann siehst du ihn. Tada! Oh, scheiße. Das ist schon der. Das letzte Mal war es ja so, dass ich ja erst so einen kleinen Puzzleraum vor dem Blockball hatte. Ja, diesmal nicht. Das meinte ich. Ach so. Okay, nee, dann ist das nichts für ohne Save-States. Denied. Ach, scheiße. Dann kannst du den Schlossboss dann wieder ohne Save-States versuchen. Ja. Der wird dann auch wieder herausfordernder. Ein bisschen als der zumindest im zweiten Schloss. Meinst du? Okay. Wenn nicht, dann habe ich es falsch designt. Das wäre gut. Wobei der im zweiten Schloss war ja schon, glaube ich, etwas herausfordernder als der im ersten. Der im ersten war ja der langweilige. Der im zweiten war ja schon mit dem P-Switch und so, das war schon so ein bisschen. Ich wollte jetzt keinen Hardkaiser im ersten Schloss machen. Also so langsam werde ich echt nervös hier. Jetzt hat er den schon wieder gekillt übrigens. Mein Körnerkissen ist kalt geworden, ich muss das mal ganz kurz in die Mikrowelle stecken. Ach, deswegen redest du so wenig, weil dein Fuß friert. Ja, eben. Also ich bin ganz unkonzentriert und nervös. Ah, aktuell. Ich muss erst die hier als erstes nehmen. Die andere darf ich nicht. Ah. Bis gleich. Nee, eigentlich bin ich nur müde, Chosen, aber ich versuche das zu überspielen. Dann schiebst du auf deine Kisten, das ist besser. Ja, eben. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt muss ich hätte den als... Ah, ich hätte das noch gar nicht machen müssen. Ah, ich bin so doof, ne? Ja, wusste meine nicht. Hätte ich mir aber denken. So. RIP. Oder auch nicht. Hä? Bin ich blöd? Oh Mann, was mache ich denn? Er war richtig. Ich werde mich jetzt nicht den ganzen Part in dem Ding hier aufhalten. Das ist super easy. So. Tok, 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 tok. Und durch. Und switch. Und switch nochmal. Dankeschön. Nicht da drauf! Boah, das wäre jetzt auf einem so Block balancieren alleine. Ja, das kommt im nächsten Kaiserweg dann von mir vor. Das ist eine gute Idee, könnte ich mir fast aufschreiben. Nee, geh weg. Und gleichzeitig noch Coinsnacks positionieren natürlich. Und Chucks ausweichen. Ja, natürlich. Ach, jetzt bleib doch mal da oben, Mann. Du bleibst. Ja, danke. Dass es kein Zeitlimit gibt. Dankeschön. Ist doch dann in meinem Hardkreis-Hack. Was? Ah, oh, so, ich dachte gerade schon, ich hab's wieder verkackt, aber alles gut. Huch. Kommen wir dann noch hin? Ah.
Go! Schneller! Speedy! Oh, na gut. Dann warten wir halt hier. Da will's aber einer wissen. Gib mir die Disco schnell, ja. So, tschüss. Schneller, schneller, lauf schneller da hoch. Lauf! Ja. So, dreh um. Jetzt passt richtig, aber noch passt. Nein. Ich hätte den hier nicht drehen müssen. Jetzt gibt's Rewinds. Kann doch nie wahr sein. Aber wusste man ja auch nicht. Dann bleibst du eben auf On, du Scheißding. Little Tschüss, Shell. Jetzt, pass, pass, nein. Oh. So. Jetzt pass aber. Ja, danke schön. So. Und go. Ja, das war zu bald. Und go. Nice. Hey, und den triffst du direkt oder auch nicht. Tschüss. Oder screenst auch. Ist auch eine Möglichkeit. Ach, er bleibt da hängen. Oh, der ist so weit drüben. Nicht gut. Naja, vielleicht kommt er wieder in dem Moment. Aber nicht. Du wirst noch balancieren müssen. Jetzt. Ach. Jetzt. Arschvieh. Blödes. So. Geh hoch. Er lebt noch. Und dreh um. Schnell. Sehr schön. Und zurück. Und tschüss! Du Arschvieh. Yay! So, und schlau wie ich bin, werde ich den Part ganz kurz, die Aufnahme ganz kurz einmal pausieren. Damit hier auch nichts verloren geht mehr. Ich verabschiede. Und wir machen direkt weiter. Flo ist damit in der Zwischenzeit eingeschlafen. Ich muss jetzt nur dran denken, dass wir schon 7 Minuten haben, dass ich jetzt nicht hier sage, oh ja, hier, jetzt machen wir halt eine halbe Stunde, dann sind wir bei 37 Minuten schon. Das Level geht auch schnell. Okay, also Reserved Mushroom heißt ja schon, dass ich mit einem Pilz in der Box ankommen sollte. Dann werden wir das halt mal tun. Und uns einen Pilz in die Box holen. Vielleicht nicht in dem Level, ganz ehrlich. Wow! Wow! Sehr schön. Es stört nicht mehr auf. Was habe ich getan? Stopp! Danke! Holy shit! Normalerweise geht Hast du das Level geschafft? Ja, ich sag ja, du bist eingeschlafen. Nee, da hat sich mein Kissen warm gemacht. Ich hab mein Kellerkissen warm gemacht. Ja, ich sag doch, du bist eingeschlafen. Ja, das auch. So, das ist auch vielleicht ein ganz ungünstiges Level, um einen Pilz sich zu holen. Könntest du theoretisch den Anfangspilz holen und statt direkt rausgehen? So als Idee. Mein Gott, bin ich dämlich. Mein Gott, bin ich dämlich. Merci. Nee, jokes on you. Aber was habe ich denn? Habe ich das jetzt da? Das ist die. Jetzt verstehe ich, was diese Einstellung ist. Ich glaube, wenn ich das hier raus. Ist das das? Ja, jetzt ist es nämlich. Ah! Jetzt verstehe ich das nicht ein. Jetzt verstehe ich die Einstellung. Ich bin einfach. Jokes on you, ich habe mir jetzt einen Toaster in mein Zimmer gestellt. Und kann ich das Körnerkissen auf dem Toaster warm machen? Sehr schön. Du kannst auch deine Füße auf dem Toaster warm machen. Jokes on you, wenn du nicht mehr redest, wissen wir, dass deine Wohnung verkohlt ist. Ich habe einen gesetzlichen Feuermelder hier. So, also jetzt habe ich einen Reservebox-Pilz dabei und das wird mir wahrscheinlich nicht viel nützen. Aber ich gehe mal kurz durch. Wahrscheinlich muss ich dem Yoshi oder sowas den gleich geben. Also auch der kurze Level jetzt. Scheiße. Das war ja wieder klar. Moment, aber das ist alles. Hier war doch nichts. Oh, nein, 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 nein. Was hast du vor?
Ich will am Ende einfach nur das Yoshi haben, aber was hast du hier mit mir vor? Warum ist das hier so komisch gebaut? Das hat doch irgendeine... Es hat auch einfach nur den Sinn gehabt, dass ich mehr als zwei Screens brauche. Also ich will, dass dieser Pilz am Ende nach oben geht. Du willst Yoshi füttern? Ja, ja, ich will, dass dieser Pilz da unten am Ende nach oben geht. Den könnte ich mit einer Feder hochdrehen, aber dann komme ich da nicht mehr durch. Du kommst mit der Feder generell nicht zum Pilz. Solltest du nicht. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Um daran zu kommen, brauche ich auch einen Pilz. Wenn ich das so mache, komme ich dann niemals rechtzeitig hin. Nee. Aus irgendeinem Grund hast du mir hier... Hier vorne... So, hier vorne so eine Lücke gegeben. Aber... Nee, das kann nicht sein. Das kann es nicht sein. Das ist, glaube ich, nur... Ist das nur Deko? Ich weiß nicht, das ist so... Es wirkt so absichtlich. Die Lücke ist Deko. Ich habe auch gar nicht auf die Lücke geachtet, eigentlich. Die ist tatsächlich Deko, ja? Okay. Das kannst du vielleicht nutzen zu deinem Vorteil. Probier's mal aus. Ja, ich weiß ja nicht, was ich hier tun will, deswegen... Aber irgendwie... Irgendwas sagt mir, dass ich einen Pilz hier am Ende schon haben sollte, wenn ich den Abschnitt hier durch habe. Dafür müssen wir uns aber erstmal treffen lassen und dann... Ach, scheiße. Wie mache ich das denn hier am Blödsinn? Also ich kann dir mal einen Tipp geben, wenn du willst. Oder willst also der Pilz hier muss weg. Ja. Der Anfang sieht anders aus wie andere Anfänge. Ja, da ist man... Fuck! Ja. Okay, jetzt habe ich nicht mehr gerannt. Jetzt bin ich nicht mehr gerannt. Jetzt bin ich auch nicht gerannt. Stimmt, da ist ein Muncher. So, okay, Problem gelöst. Ja, prima, dann haben wir den Pilz hier drüben jetzt. Gut. Dann können wir jetzt vielleicht noch ganz schnell gucken. Na gut, ganz schnell nicht, aber was da drin ist. Und dann können wir gucken, was da drin ist. Ah, das passt zum Bild. Dafür ist das hier so komisch aufgebaut. Das linkt die Coins nicht. Nein, die geht hier nicht unten durch. Scheiße. Hä? Moment, wie soll ich da überhaupt hochkommen? Speedjump, natürlich, was denn sonst? Das darf ich ja nicht. Nee, also es gibt eine Möglichkeit, da ganz leicht hochzukommen. Und du musst natürlich noch eine Möglichkeit finden, den Pilz zu füttern. Ich meine, mit der Coinstick käme ich da hoch. Das ist richtig. Ja, das ist sie da, unter anderem. Sonst habe ich hier ja nichts. Boy. Du hast nur drei Sachen, das ist doch gar nichts. Alter. Ja, genau du bist gemeint. Oh, da bin ich eingenickt gerade. Wirklich? Bin hier gerade am Schnarchen. Nee, natürlich nicht. Mit ganz viel Dampf wird hier geschnarcht. Volldampf voraus. Bei meinem Laptop nicht mehr so ist. Chosen Display ohne Staubsauger ist kein Chosen Display. Aber wie bringe ich denn den... Ich kann die Coinsnick nicht zum Pilz bringen. Die geht ja nicht durch die blauen, gelben Blöcke durch. Das ist korrekt. Und durch die Wolken wird es auch nicht... Die geht da durch überhaupt gar nichts durch. Ich krieg nur den Yoshi da hoch. Ich krieg den Yoshi, aber dann komme ich nicht... Ich krieg den Yoshi da auch nicht raus. Wenn er nicht groß ist. Wenn du groß ist, kriegst du ihn nicht raus, genau. Solltest du zumindest nicht. Wenn du ihn rauskriegst, dann muss ich mehr gelbe Blöcke setzen.
Was passiert, wenn ich den drücke? Passiert da irgendwo irgendwas, was ich noch nicht weiß? Nein, natürlich nicht. Nee, das Einzige, was passiert ist, dass die Coins nicht fest wird. Sonst passiert nichts. Toll. Tolle Wurst. Soll ich an der Stelle noch groß sein, aber auch das würde mir nichts nutzen. Versteckte Türen auf Screen gibt es natürlich, wenn du den P-Switch drückst. Das ist auch eine schöne Lösung. Nee. Für Entwicklung ist natürlich. Finde ich schön, dass die Konstruktion genau das macht, was sie machen soll. Mich verwirren. Wahrscheinlich geht es ganz anders am Ende. Das ist richtig. Wahrscheinlich ist der Pilz ja nicht mal der, mit dem ich Yoshi füttern soll. Wer weiß, wer weiß. Wir sind erst bei 8 Minuten. Wenn ich jetzt schon sage, was du machen musst, dann kannst du ja den Part nicht richtig füllen. Du musst mindestens noch 3 Minuten hier hängen, dann kann ich dir sagen, was du machen musst. Ich muss durch die Reset-Door gehen. Oh. Das ist auch... Genau, das ist die Reset-Door, die wieder woanders... Du könntest mir zumindest das sagen, ob ich hier schon was verkackt habe, denn ich gehe da im Moment stark von aus. Ja, hast du. Gut. Aber wenn ich dir sage, was du genau verkackt hast, dann weißt du, was du machen musst. Also muss ich mit meinen Tipps ein bisschen sparsam sein. So, wovon ich auch ausgehe, ist, dass ich an... Moment, ich rede gleich weiter. Dass ich an dieser Stelle noch nicht verkackt habe. An sich war der Schritt richtig, nur du hast was vorher noch vergessen zu machen. Also der Schritt ist der zweite. Also bin ich hier auch schon falsch? Ja. Also bin ich hier noch richtig? Nein, auch schon falsch. Hä? Ich will das da gar keinen Reserve-Pilz haben, ich will da ne Quatsch, ich kann da gar nichts anderes drin haben. Du willst keinen Pilz haben, du willst was anderes mitnehmen. Also doch. Warum heißt es dann Reserve-Mushroom? Ja, weil der eine Mushroom vorm Puzzle für Mario im Puzzle bestimmt ist und der andere Pilz, den du nicht auf Yoshi füttern kannst, für Yoshi bestimmt ist. Ich krieg jetzt eine Feder her. Muss ich jetzt echt nochmal hier durch? Och, nee, geh mal runter. Noch eins. Da, nee, eins weiter, rechts. Also beim, wie heißt, das Bild hängt gerade. Geh zurück, nein, zurück, Welt 3. Welt 2 ist verschlossen, da kannst du nichts machen. Ah. Genau, Portable Steps, so heißt es. Alter, es ist laut, ich hab was vergessen. Das war ja eigentlich nur für Dings, ups. Also wie immer gut. Ja, die Musik ist auch schön laut. Da war die Frage, wie ich es also machen kann. Aber da gibt es eine Feder, die ganz leicht zu holen ist. Deswegen ist die Feder auch in dem Level drin. Die ganz leicht zu... Ah ja. Genau. Ich habe das auch schon mal ohne die Fehler gemacht und dann dachte ich mir, das Geisterhaus nochmal zur Hälfte spielen. Willst du etwa, dass ich schon vorher den Pilz da hoch befördere oder was? Das geht aber, glaube ich, gar nicht. Ach, scheiße. Doch, das geht. Tada! Oh, das wolltest du? Das wollte ich, ja. Oh. Deswegen war das Schritt 1 und Schritt 2 hast du ja schon gemacht. Ah, na gut. Also sind die zwei Pilze jetzt gut verteilt. Also musste deswegen man hier offscreen fliegen. Okay. Hatte man auch noch nicht. Nee, das ist richtig. Wow! Ja, jetzt muss ich ja dann nur noch mit der Coinsnack zu Yoshi hoch. Ja, jetzt ist das. Also Puzzle war nicht schwer, also das war nur hier. Du musst aufs Ding fliegen und das ist das ganze Puzzle. Okay. Das ist eine gute Vorbereitung für das Schloss, weil das Schloss ist auch kürzer.
Hallo? Das wird ein Problem hier, glaube ich, jetzt. Hallo? Ah, jetzt. Okay, ich hatte gerade Standbild. Nein, bloß nicht. Immer noch Standbild? Nee, alles flüssig. Okay. Das Flüssige ist bei mir relativ, aber es funktioniert noch. Ah ja, OBS jetzt, läuft doch noch. Ich sehe ja sogar, ob OBS noch läuft. Es bewegt sich ja, wenn ich rede, bewegt sich ja diese ganze Balkenscheiß und die Zeit läuft weiter. Das ist ja vorhin alles gefreezed einfach. Weil der komplette Computer halt gefreezed ist. Meine Maus ging nicht mehr nichts gehen. Scheiße. Ist okay, du kannst okay. Es von der Position aus. Jetzt habe ich Bluescreen, Conan. Bluescreen wird übertragen. Das ist Conans neue Bildschirm schon. Ach nö, ach ja. Doch. Alles gut. Kennt ihr die Wallscreen, die Wallpaper Engine? Nee. Das ist ganz neu auf Steam, das ist ja gerade voll gehypt, da kannst du dir bewegliche Wallpapers damit runterladen. Und ach so. Ja, gehört habe ich davon mal, glaube ich. So, vorne hatten wir schon 7 Minuten, das heißt, wir sind insgesamt bei 20 Minuten. Deswegen beenden wir den Part an der Stelle. Und das nächste Mal gibt es sowieso wieder ein Happy Level. Das heißt, da. Wenn wir eh eine Weile drin sitzen. Also, entweder du schaffst es sofort oder du hast keine Ahnung. Oder das du geht gut, ich werde es sofort schaffen. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht, ciao. Und tschüss. Ciao.